Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Assassin's Creed Rogue. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich für immer umsonst und würden mich sehr freuen. So, denn ihr euch dazu entscheiden solltet und wir sind wieder auf dem Weg zur nächsten Hauptmission. Let's go. Hauptmission ist eine gute Mission. Sinkt. Geht nicht. Wegen Sperrgebiet, ne? Macht Sinn. So, sinkt. Auf rein! Im Rockverbau! Alle Wege, die verdrängen das! Hallo, Mimani, du Spencer! And where it went, I swear I can't remember. So down to the shipping office I went. Ich muss mal eben kurz die Markierung von der Karte löschen. Bevor wir die Mission starten, gehen wir noch mal ganz kurz die Sachen hier alle einsammeln. Oh nein, die Franzosen! Die kommen doch erst in Unity dran. Was machen die denn hier schon? Na, hier kommen wir wieder nicht rein. Leider. Da müssen wir wohl erst lernen, Forts einzunehmen oder so für. Wir müssen im Spiel sehr viel erst lernen. Es hat lange Tutorial-Phase, ne? Langer Prolog, lange Tutorial-Phase. Dass wir dann wirklich loslegen können, alles zu erledigen. Aber ich mache einfach immer schon direkt das, was wir schon machen können, ne? Ich meine, das ist okay. Nehmen schon mal das mit, was wir können. Da müssen wir hier nur noch irgendwo noch mal hin, um eine Sache mitzunehmen. Und vielleicht noch einen Assassinen-Auftrag machen. Was auch immer sich da freischaltet am Ende. Dame, König, Ass, Spion. Vertraut mir, diese Ummer sind in Frankreich eisbegehrt. Ah, der Bauernlümmel ist endlich zurück. Wurde auch Zeit. Wir haben eine Spur zu diesem Manuskript. Ihr werdet es nicht lesen können. Das kann niemand einfach so, Dummkopf. Deshalb brauchen die Templer ja so lange damit. Aber einer von uns hat ihre Arbeit gesehen. Ein Pirat? Ein Spion im Dienst der Piraten. Wir segeln nach Anticosti. Das wird ein guter Test für diese schwimmende Müllhalde sein, die ihr Schiff nennt. Wie verlässlich sind die Piraten? Ich betrachte sie als Brüder, Shay. Die Zeit kommt, leisten sie Hilfe im Kampf gegen die Templer. Stimmen die Rosbifs doch nur, dass die Templer die Fäden ziehen. Herrschen die Templer wirklich über die Kolonien? Nicht ganz, aber ihr Einfluss reicht sehr, sehr weit. Und der Spion, den wir treffen? Keine Sorge wegen Le Chasseur. Er ist der Bruderschaft ergeben. Zufällig hat er Freunde in der französischen und englischen Flotte und ist über die Geschehnisse in dieser Gegend besser unterrichtet, als ihr je erhoffen könnt. Nun, Leon, was könnt ihr mir zu Adewale sagen? Ihr bewundert den Mann offenkundig. Hi. Ich hatte die Ehre, mit ihm zu arbeiten. Ich kenne keinen, der mehr für unsere Sache getan hat. Doch das ist nicht alles. Adewale war bereits eine Legende, bevor er zur Bruderschaft kam. Er war Pirat.
Fernrohr, da ist es. Das Fernrohr ist der wichtigste Hilfsmittel auf See. Blicken Sie auf ein Schiff, um zu sehen, wie stark es ist und welche Fracht es geladen hat. Blicken Sie auf einen Ort, um alle dort verfügbaren Elemente zu sehen. Halten Sie das D-Pad nach oben, um es zu benutzen. Bewegen Sie R, um sich umzusehen, und benutzen Sie RT und LT, um näher heran und weiter weg zu zoomen. Lage der Kriege. Auf Augenhöhe mit Männern wie Blackbird, Woods Rogers und Caligo Jack Racker. Dort, Captain! Ein englisches Schiff! Steckt wohl in Schwierigkeiten! Das trifft sich gut. Vielleicht sollten wir ihn bei der Reise zum Grund behilflich sein. Nicht überall! Reich hat es ja gut geladen! Werft doch einen Blick durch das Fernrohr! Seht's hin! Hübscher Anblick! Ich sage, das ist ein guter Tag, König Jordan. Gebt acht! Ein paar Schüsse dürften sie lahmlegen! Zu viel und sie geht mit Mann und Maus unter! Und unserer Beute! Wir können sie kapern und plündern, bevor die Crew weiß, was los ist. Bewegt euch schon! Manövrierunfähiges Schiff. Wenn ein Schiff brennt, ist es manövrierunfähig. Sie können dann entweder nahe heransegeln und B halten, um es zu entern und versuchen, seine gesamte Fracht zu plündern, oder es beschießen und versenken, um die Hälfte der Fracht zu erbeuten. Oh, wir haben gar keine Drehmasse. Müssen wir erst kaufen, war, weil da ist ein Spot, wo man eine dran machen kann. Seht ihr das? Das war easy, wa? Schlachten wir aus. Das Meer von hier bis Anticosti ist rau, Captain. Wir müssen die Morrigan verstärken, bevor es weitergeht. In der Nähe gibt es einen Hafenmeister. Bei ihm können wir kaufen, was wir brauchen. Ihr wisst, was das heißt, ne? Von einer Bruderschaft auf Haiti. Ja. François Macondal ist ihr Mentor. Er rekrutiert viele Assassinen von den Maroons. Das sind entflohene Sklaven und ihre Kinder, richtig? Genau. Welch Schande, Shay. Sie entkam meinem Hafen los, nur um beim Erdbeben zu sterben. Aber Haiti ist doch französisch, nicht? Ah, ist es. Und hier helfen die Assassinen König Ludwig. Aber auf Haiti halten die Franzosen die Sklaven, welche die Assassinen befreien. Ich sehe nicht als Fischer und Netze. Ei, Percé und Fischfang gehen Hand in Hand. Aber für unsere Zwecke wird es reichen. Zuerst fischten Franzosen hier, aber König George beansprucht Jahr für Jahr mehr. Die Bewohner stecken mittendrin. Captain am Steuer. Kormack hat das Steuer! Anker! Bevor wir das machen, ihr wisst, wie es ist, ne? Wir machen erstmal hier alles fertig. Ah, mehr Ressourcen und Renovierungseinkünfte habt ihr gesehen? Oha, nice.
Es wird wichtig sein, weil wir werden natürlich dann versuchen, so schnell wie möglich das Schiff auf Max zu upgraden, ne? Was das halt bei allen möglichen weiteren Sachen auch behilflich ist, wenn wir das machen. Vor allem, also wir machen ja wieder 100%, logischerweise. Ich habe übrigens überlegt, ob ich nochmal Assassin's Creed 1 doch nochmal anfange. Also nicht nochmal neu, sondern dass ich das nochmal lade, mein Save Game. Und nochmal alle Flaggen mache in einem Video. Einfach damit wir jedes Assassin's Creed zu 100% gespielt haben. Weil ich finde das eigentlich eine ganz schöne Sache, dass man dann alles auf 100% hat, ne? Eigentlich ist das eine schöne Sache. Mal schauen. Get ein Bier. Hallo. Was willst du, hä? Ein aufs Maul. Ist umsonst, kriegst du. Aufs Maul gibt's umsonst. Wir haben nicht was den Aussichtspunkt geholt bisher. Krass. Aber wir haben fast alles andere schon erledigt. Ist das ein Sammelobjekt, was hier? Es ist das Ding. So schön, dass es freundliche Siedlungen gibt, nicht wahr? Sehr schön. Müssen wir uns merken, dass es so schöne freundliche Siedlungen gibt. Ich gucke in die falsche Richtung. So. Und weiter mit der Hauptgeschichte, weil wir noch das Animus-Fragment da vorne einsammeln, was direkt bei der Hauptgeschichte ist. Irgendwo hier, da ist es. Schiffsverbesserung. Sie können Ihr Schiff beim Hafenmeister aufrüsten. Sie brauchen Rohstoffe, die Sie sich durch verschiedene Aktivitäten beschaffen können. Schiffe entern, Nachschublager plündern, Außenposten plündern, Siedlungen einnehmen. Was für Siedlung kann ich denn einnehmen? Hä? Wann reden die denn da gerade? Hä? Aber jetzt keine. Ich habe nichts gesehen, wo stand Siedlung einnehmen. Hm. Weird. Keine Ahnung, was die da meinen. Vielleicht kommt das irgendwann. Vielleicht lernen wir das irgendwann. Vielleicht gibt es auch noch eine zweite Karte, wer weiß. Alles mysteriös in diesem Spiel. Was bedrückt euch, Captain? So. Ist aber ganz schön billig. Warum habe ich von allen 5... Ah, warte mal, das war irgendwie so ein Bonus über Dingens, ne? Ich von allen schon 500 habe, weil ich kann ja ziemlich viel verbessern jetzt. Thank you.
Na gut, ich muss aber Hauptgeschichte weiter fortsetzen, bevor ich den Rest kann. Natürlich. Bam, badadam, bam, 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 bam. Vielen Dank für euer Vertrauen, Captain. Zum Vor-Antikosti segeln, okay. Segeln wir weiter nach Antikosti, Captain. Bien sûr, le chasseur erwartet uns. Das Meer von hier bis Antikosti ist rau, Captain. Aber die Morrigan scheint es zu schaffen. Schiff ahoi! Da kommen die Fischer von Perse. Feindschiffe! Sie versenken die Fischerboote. Wir glauben, die Fischerboote wären in ihren Gewässern. Feindschiffe! Was ist mit denen? Sie versperren uns den Weg nach Antikosti. Was sagt ihr? Sollen wir alle versenken? Diesmal stimme ich mit euch überein, Shell. Wunder gibt's immer wieder. Das waren 20 Sekunden statt 3 Minuten. Vielleicht hat er schon alles für uns herausgefunden. Ich bin der Kaiser von Rom. Habe Cäsar. Müsste schon zugeben, das war nice, ne? Salzluft, freier Himmel. Ich habe die Chance mit den Eisdingern gesehen, mit den Eisbergen. Meint ihr nicht auch, Liam? Wir sind aus wichtigem Grund hier, Shay. Denkt an die Pflicht. Was bringt einem die Freiheit, wenn man nicht durchatmen und sie genießen kann? Die Templer kleben wie Pech an diesem Kontinent. Ich fühle mich erst frei, wenn sie verschwunden sind. Wir sollten lieber wieder hier herumzuschleichen. Und würdet ihr lächeln und freundlich grüßen mit ihrem Stiefel im Genick? Da ist es. Antikosti. Le Chasseur wird dort sein. Und mit etwas Glück weiß er, wo das Manuskript ist. Leg dort an, Captain. Wir sind auf Antikosti angekommen. Geht voran, Shay. Wir treffen euch am Vor. So. Der Rum hier ist furchtbar. Zeig mal her. Das ist kein Rum. Ich vermisse Marie. Eine tolle Frau. Niemals traf ich eine treuere Seele. Woher kennst du sie? Ihre dritte Hochzeit. Haha, hat mich aufs Fest geschlichen. Hast dich wohl noch im Meer eingeschlichen. Ich glaube, dem bösen Templer noch mal eine schöne Schatzkarte hier oben. Nee, lass über den Weg hier gehen. Warte mal, geht das hier in dem Spiel noch? Ah, nee. Man kann nicht mal zur Seite springen. Doch, kann man. Okay. Das geht ja leider im Mirage nicht mehr so wirklich.
Okay, noch mehr Wohlstand. Oh, wir sollten natürlich vorher, oh, wenn wir schon hier oben sind. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Auf halbem Weg war das eine Ding. Aber hier unten ist die Höhle. Die Höhlenmalerei. Aber ich glaube, das, was wir hier in den Truhen finden, ist nicht erhöht durch den Wohlstand. Na, aber wenn wir jetzt zum Beispiel so Güter aus dem Wasser fischen oder wenn Schiffe töten oder entern, dann die Ressourcen dürften erhöht sein jetzt. Prozentual. Ja. Ja. Was ja schon mal eine ziemlich wertvolle Sache ist mit dem ganzen Wohlstand, den wir einsammeln. So, Sammelobjekt 5 von 6, dann noch das hier und noch das Ding da oben. Und haben wir den Ort hier auch schon erledigt. Da können wir hoch. Ah, da können wir nicht drüber, stimmt. Da müssen wir außen rum gehen. Du wolltest mich gerade töten. Fleeing is futile. You're on our territory. So. Das passt. Und wie? Alle abgeschlossen, alle Sachen. Und dann zur Mission. Nun, Louis Joseph. Wie läuft der Pelzhandel? Tja, meine Familie bekommt davon kein Fleisch auf den Teller. Wollt ihr Fleisch? Überfallt englische Briggs. Die haben fässerweise davon. Oh ja, die irischen Öffe erbringen viel Fleisch, nicht wahr? Ihre Verwaltung ist gut. Weit besser als die der Leute ihr. Seht euch das an. Ich habe mir diese Pläne von einem Schiff der Royal Navy ausgeborgt. Etwas derartiges habe ich noch nie gesehen. Gut. Ihr könntet stärkere Waffen gebrauchen. Le Chasseur, darf ich euch vorstellen, unser Partner, Sheikh Cormac. Gentlemen, ich habe Neuigkeiten. Auf eben jenem Schiff habe ich das gesuchte Manuskript gesehen.
Es war in einer exotischen Sprache verfasst, die ich nicht kenne, mit vielen Zeichnungen. Pflanzen und Tieren, so wie in einem Opiumrausch. Gab es keine Karte, keine Pläne? Nein. Vielleicht war da eine Art Code, aber weder ich noch die Roastbeefs haben ihn gefunden. Wo ist das Manuskript jetzt? Der Mann, der es brachte, sagte, ein gewisser Washington schicke ihn. Den Namen kenne ich. Er ist ein wichtiger Templer, nicht wahr? Ist er. Lawrence Washington hat große Ziele, bei denen ihm die Templer helfen. Shay, wir werden ihn suchen. Euch, Sir, gilt unser Dank. Na gut, das haben wir beides geschafft. Easy peasy. War ja nicht mal knapp oder so, ist ja nicht so. Naja. Ich suche gerade mal ein anderes USB-Kabel, aber ich finde gerade nicht. Naja, egal. Wo müssen wir hin? Zum Schiff auf jeden Fall wieder. Und wo geht es jetzt hin? Wohin dieser Lawrence Washington seinen Arsch setzt? Liam, du kommst ja langsam so richtig in Rage. Er ist Templer und ein Politiker. Ist doch klar. Gut. Anker lichten. Was erlaubt... Ich habe den Anker doch schon längst gelichtet. Oh. Stimmt. Ich hatte das ja noch scherzweise so gesagt, aber das ist ja wirklich... das ist wirklich wahr, was ich gesagt hatte. Ich hatte das als Scherz gesagt, aber da fällt mir gerade ein, das stimmt ja tatsächlich. Ich hatte das als Scherz gesagt, aber jetzt fällt mir gerade ein, das ist ja wirklich so, wie ihr gerade seht. Es gibt mehrere Karten. Wir sind Assassinen, so wie er. Er hat mehr Erfahrung und er kennt die Gewässer besser, Shane. Deshalb hat er hier das Sagen. Nun, er hat mich auch schon in der Siedlung rumgescheucht. Ist er ein Trüffelschwein, das das Land besser kennt? Zeigt mir Respekt, Shane. Mir gebührt auch Respekt, Liam. Ich halte meinen Kopf hin wie alle von uns. Ja, doppelt so oft scheint es. Aber das reicht nicht. Der Chevalier überlegt, bevor er eine Entscheidung trifft. Seine Erfahrung gibt ihm dieses Recht. Ich frage mich, wie viel Erfahrung ich brauche, bevor ich über Schlafen oder Handeln entscheiden darf. Ich schwöre, Liam, manchmal fühlte ich mich als Kind erwachsener als jetzt. Wir schliefen hart und bettelten um Essen, aber wir konnten entscheiden, wo und wann. In den Dingern finde ich jetzt auch mehr, ne? Ja. Wir haben 8 Verbesserungen, die wir da machen können. Krass. Muss auch gleich mal gucken. Schauen wir mal.
Das ist schon mal wichtig hier. So, jetzt ist vor allem Geld unser Problem. Schwere Kugeln richten Verheerung und Schaden bei Gegnern an, allerdings nur auf nahe Distanz. Sehen Sie mit R zur Seite und drücken Sie RT, um zu schießen. Also einfach nur schießen, genau, dann macht man die schweren Kugeln. Sieht gerade die Welt unter, so wie es hier aussieht. So, meine lieben Freunde, aber das war's für diesen Part. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part, wenn es in die neue Map geht. Und bis dann haltet die Unsterblichkeit immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pad verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!